Vater zu werden ist ein großes Glück. Meine kleinen Stars. Frank ist glücklich, dass er Vater von zwei bezaubernden, aber völlig unterschiedlichen Mädchen ist. Oh, was ist das für ein Geruch? Muss man ein Baby Windel wechseln? Daddy wird es tun. Oh, was ist das? Meine Tochter Nicole wird leicht wie eine Feder sein, wenn sie groß ist. Schlaf gut. Jessica, Daddy hat Milch für dich. Die ist so lecker. Gib mir deinen Schnuller. Wow, was für ein fester Griff. Ist das eine kleine Hantel? Mein Mädchen ist von Geburt an stark. Vorm Schlafen essen wir noch was. Nö. Oh, ich glaube, ich weiß, was dir schmeckt. Wie wär's mit dieser Flasche? Ein Mädchen mit festem Charakter braucht eine besondere Ansprache. Oh, diese Zuckerwatte ist so groß. Was ist denn hier los? Warum wackelt mein Bett? Jess, was machst du? Konntest du nicht einen besseren Zeitpunkt zum Trainieren suchen? Ich muss hart wie Stahl werden. Deine Beine sind schon ganz schön aufgepumpt. Kannst du mich runterlassen? Entspann dich doch mal. Jess, geht's dir gut? Alles gut. Du hast mir Sorgen gemacht. Ich habe schon lange kein Tuch mehr getragen. Ich werde es heute tragen. Es wird perfekt zu meinem Look passen. Nice, Bone. Leih mir deine Lederjacke. Die Burgerreste stecken in meinen Zehen. Du siehst cool aus. Soft Girl Nicole hat einen leichteren Modestil. Die Brille lässt mich geheimnisvoll aussehen. Ich füge einen kleinen Akzent hinzu und fertig. Schwestern sind nicht immer gleich. Diese Mädchen sind ein Kontrast zwischen Weichheit und Festheit. Bist du sicher? Er ist ein paar Meter geflogen. Jess, das ist ein neuer Trend. Schau die hübschen Mädels an. Hey Mädels, redet ihr mit mir? Hi. Wer war diese Pfeife von kleinen Eichhörnchen? Soll ich ihm zeigen, wie man das macht? Ich muss mich aufwärmen. Hilfe! Was ist los? Ah, was ist mit dem Mädchen los? Keine Ahnung. Jess ändert sich nie. Ich habe meinen Spind so schön dekoriert. Eine Spinne! Was willst du machen? Das ist ein unschuldiges Geschöpf. Komm her, Baby. Was guckst du denn so? Sie hat eine Vogelspinne. Schau dir die Angsthasen an. Die ist doch süß. Setz dich erstmal in den Spind, Kumpel. Ich hole dich nach dem Unterricht wieder ab. Das böse Mädchen Jess ändert ihren Stil nicht. Nägel lackieren macht ihr viel mehr Spaß als das Lösen von Matheproblemen. Wer will antworten? Jessica? Willst du auch eine Maniküre? Was machst du da? Löst die Gleichung. Okay. Was soll ich damit machen? Nicole, hilf mir. Du, meine Hilfe? Warte, ich muss denken. Okay, sofort. Frage an Sie, Jessica. Beeilung. Ich bin gleich fertig, keine Sorge. Vielleicht kann ich es versuchen abzureißen? Es klappt nicht. Ich bin fertig. Die Antwort ist 6. Oh, endlich. Echt jetzt? Hast du die ganze Zeit ein süßes Poster gemalt? Ich hab's gelöst. Warum bist du so langsam? Haben Sie ein Problem mit mir? Nein, bitte setz dich. Er ist ein Softie. War ich gut, Schwester? Ja, du warst toll. Ich habe mein Bestes gegeben. Der Unterricht ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht sollte ich mir die Nägel lackieren. Ich habe gehört, Maniküre für Männer ist jetzt trendy. Guckt keiner? Schwarz macht mich mutiger. Ein zartes Mädchen, Nicole, genießt die schönsten Sportarten. Der Typ ist so aufgepumpt. Hallo, Schönheit. Er ist wie ein Ritter in glänzender Rüstung. Willst du sehen, wie ich trainiere? Die Stange ist wie eine Feder für mich. Oh, es ist schwerer, als ich dachte. Oh, alles cool, das wird schon. Wie lang willst du hier pumpen? Was? Ich will auch trainieren. Die Stange gehört dir. Der ist so cool. Du musst Muskeln aus Stahl haben, um sie zu heben. Also kannst du es nicht. Aber du kannst stattdessen auf diesem Bodyball mit den kleinen Hanteln trainieren.
Was? Geh mir aus dem Weg. Ruhig. Sieh zu und lerne, Kleiner. Die böse Jess hebt seit ihrer Kindheit Hanteln, also es ist leicht, eine schwere Stange zu heben. Wie macht sie das nur? Halluziniere ich? Ich habe mich aufgewärmt. Du kannst jetzt weitermachen. Der Junge ist so zart. Noch ein bisschen mehr. Ich muss mit dir mithalten. Es scheint, als hätte Jazz es geschafft, das Selbstvertrauen von jemandem zu erschüttern. Er gibt sich Mühe. Endlich Zeit fürs Mittag. Ich kann es kaum erwarten, neue Sachen zu probieren. Die Pommes sind kalt. Sie sind fest. Ich brauche was Weicheres. Gut, dass ich meine Lunchbox mitgenommen habe. Die hilft mir immer, wenn ich hungrig bin. Ein weiches Mädchen kann auch nur weiches Essen essen. Hier sind meine Lieblingsmarshmallows. Dann noch etwas Schlagsahne obendrauf. Wahnsinn, endlich kann ich essen. Oh, das hätte ich vergessen. Ich muss erst meine Hände desinfizieren. Hey Jess, willst du dich zu mir setzen? Ich habe heute Marshmallows. Cool. Willst du probieren? Die sind süß. Ja, ich mache mir einen Proteinshake. Die harte Jess weiß eine Menge über Sporternährung. Und dieses Hühnchen kommt auch rein. Diese Pommes sind auch gut. Essen soll nicht verschwendet werden. Jetzt noch ein paar Marshmallows für die süße Note. Willst du das auch noch? Was für ein Geruch. Nimm das weg. Oh, das ist Cola. Das wäre eine tolle Abrundung für meinen Cocktail. Und jetzt nur noch alles mixen. Das ist ein Mittagessen für Champions. Willst du das wirklich trinken? Wie erfrischend. Oh, come on. Lecker. Oh, Erdbeben? Was ist los? Ich muss nach oben gehen und nachsehen. Ich schlag dich zu Boden, Großer. Nimm das. Versuch dich zu befreien, hä? Huh? Lass uns den Schwitzkasten üben. Macht's dir Spaß, Bärchen? Was machst du da mit Cloud? Er ist mein Sparring-Partner. Ich zeig dir, wie man meine Sachen anfasst. Das Training war intensiv heute. Oh, wo ist Bone? Ich habe ihn in meinem Stil angezogen. Was hast du gemacht? Ich finde, er sieht cool aus. Du hast ihn in Glam Girl verwandelt. Oh nein, das ist für meinen Bären. Uah. Hier, nimm ihn. Cloud, ich habe dich vermisst. Komm schon, Bone, ich bring das in Ordnung. Wie konnte sie dir das nur antun? Sie hat keine Seele. Hi, meine süßen Marshmallows. Heute mache ich ein Unboxing. Mal sehen, was wir in der süßen Schachtel hier haben. Wow, ein Regenbogen-Puppet. Wir testen es. Es klickt so laut. Ich mag's. Links, rechts. Nicole, kannst du aufhören? Es ist echt nervig. Jess, was ist mit dir los? Ich bin hier live. Ich zeig's dir mal näher. Du kannst dir mein Video Anti-Stress anschauen. Der Ton ist so eklig. Wie kannst du es machen? Weißt du, was dir noch helfen kann, dich zu entspannen? Die Emotion einfach loslassen. Das kannst du mit einem Puppet machen. Es ist völlig ruiniert. Was soll ich jetzt machen? Ich hab's. Wie gefällt euch dieses DIY? Ich habe stylische Ringe aus meinem Puppet gemacht. Gebt einen Daumen hoch für diese coole Idee. Willst du tanzen? Wow, was für eine coole Atmosphäre. Was, wenn mein Schwarm mich nicht mag? Weißt du was? Lass uns deinen Look einfach wilder machen. Ich kann ohne Brille nicht gut sehen. Wir machen deine Augen einfach schöner. Bad Girl Jazz weiß, wie man die Herzen von coolen Jungs gewinnt. Endergebnis? Na, wie sehe ich jetzt aus? Bin ich cool? Ja, aber verhalte dich natürlich. Alles klar, ich gehe dann mal. Cocktail bitte. Hi. Bist du allein hier? Er ist so groß und wunderschön. Magst du Partys? Ich auch. Oh, du bist so witzig. Was machst du denn da? Mich mit dem Typen unterhalten. Du kannst ohne Brille wirklich nichts sehen. Oh, das ist nur eine Kleidung? Wie peinlich. Reiß dich zusammen, Nicole. Ich dachte, wir hätten eine Verbindung. Tschüss.
Nicole ist nicht aufgetaucht? Ich wollte mit ihr tanzen. Hat euch das Video gefallen? Dann liked es, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Tschüss!